Let's Play Nintendo 64 Folge 167, heute mit einem absoluten Knallertitel. Ihr seht schon, Rayman 2 The Great Escape. Richtig gutes Spiel und mit eins der besten, würde ich sagen, was man auf dieser Konsole in Sachen Jump'n'Runs bekommt. Kam bei uns raus 1999, ich stelle mal kurz Deutsch ein, und es kam zuerst auf dem Nintendo 64, dann im gleichen Jahr, ein wenig später, auf dem PC und wurde dann 2000 auf anderen Konsolen, wie zum Beispiel dem Dreamcast, der PlayStation 2 später, dem Game Boy Color oder auch dem Nintendo DS und dem 3DS veröffentlicht. So, wir spielen das Original, das N64 Original. Ihr seht, ich habe keinen Spielstand hier drauf. Warum, wieso, sage ich euch gleich, wenn wir anfangen. Ja, ist egal, dreimal A passt schon. Der Punkt ist, ich habe Rayman 2 nicht auf dem Nintendo 64 gespielt, sondern auf der Dreamcast. Ich habe es auf der Dreamcast durchgespielt, habe es auch reviewed. Und es ist, das sagt auch der Entwickler selber, Michel Ancel, es ist auf der Dreamcast die bessere Version von allen Versionen, die es da draußen gibt. Und man muss auch sagen, dass Rayman 2 nun einmal das, oder eins der Spiele ist, das halt ziemlich oft geportet wurde und diese Ports auch alle verschiedene Unterschiede haben. Das fängt zum Beispiel bei der Sprache an. PC, N64 und Dreamcast haben so eine Kauderwelsch-Sprache, sage ich mal. Das merkt ihr gleich. Wobei auf der PlayStation 1 und auf der PlayStation 2 dann zum Beispiel auch richtige Sprachausgabe benutzt wurde. Und das sind so kleine Feinheiten. Das liegt auch daran, dass Rayman 2 einfach auf den verschiedenen Systemen von unterschiedlichen internen Studios bei Ubisoft entwickelt wurde. Und daher haben alle irgendwie Unterschiede, die nicht nur die Sprachausgabe betreffen, aber auch das Worldbuilding, das Weltendesign, die Oberweltkarte, verschiedene Details in den Leveln. Also bekommt ihr quasi mit jeder Rayman 2 Version ein etwas anderes Spiel geboten. Eine direkte Portierung ist aber zum Beispiel die Windows-Fassung, die kurz nach der N64-Fassung rauskam. Da ist dann sowas wie die Grafik verbessert worden, die Auflösung ist hochgeschraubt worden oder die Texturqualität. Naja, wir sind jetzt hier auf dem Sklavenschiff, wie ihr seht, da geht das Spiel auch los, denn Rayman 2 spielt sich als 3D-Jump'n'Run und Rayman selbst, der Held des Ganzen, sitzt eben in Gefangenschaft. Das seht ihr jetzt. Hier ist eine Zwischensequenz, die das Ganze so ein bisschen einläutet. Globox wird nämlich von diesen komischen Roboterpiraten auch in eine Zelle gesteckt. Und ihr seht, da sind auch andere Kreaturen eingesperrt. Und was direkt auffällt, finde ich, ist die wunderschöne Grafik. Rayman 2 kam, wie gesagt, 1999 auf der Konsole raus. Und da war es das Nintendo 64 schon 2 Jahre alt. Und ich glaube, 1999, somit Ende 98, 99, 2000 vor allem, war eine richtig geile Zeit für N64-Spiele. Ihr seht hier und hört jetzt auch die Sprachausgabe. In der Zeit kamen einfach fantastische N64-Spiele raus, die auch grafisch zeigten, wozu die Konsole fähig ist. Und schaut mal die Charaktermodelle, das sieht alles schon ziemlich schick aus. Texturqualität geht in Ordnung. Ich spiele das auf einem echten, originalen Nintendo 64, weil ich da immer wieder Fragen von euch bekomme auf Social Media. Ja, das ist keine Emulation, das ist eine Originalkonsole. Aber ich habe den N64 HDMI-Mod drin und auch hier den Smoothing-Filter aktiviert. Das kann ich euch gleich nochmal genauer zeigen, wenn wir im Gameplay sind. Dann können wir so ein bisschen vergleichen. Aber ich glaube, bei so 3D-Spielen wie Rayman sieht der Smoothing-Filter einfach nur wirklich schön aus, weil der einfach diese unschönen Kanten glättet, obwohl das N64 ja eigentlich Anti-Aliasing hat. Naja, so, wir sind jetzt hier im Spiel, wie ihr seht. Ich kann mich mit Rayman bewegen und bevor wir hier rausgehen, zeige ich euch einfach mal, dass Smoothing aktiviert ist. Ich gehe jetzt hier in das N64 Digital Menü, gehe auf Video Smoothing und da seht ihr, dass Smoothing an ist. Wenn ich es ausschalte, dann sieht Rayman so aus. Auch sehr gut, wie ich finde, aber ihr merkt halt überall diese Kanten. Das ist aber
normal, sage ich mal, bei der N64-Grafik. Und ich finde, dass das bei einem Spiel wie Rayman ganz schön aussieht, wenn man eben diese Kanten glättet. Und dafür mache ich Smoothing einfach mal wieder an. Und so sieht es eben mit Smoothing-Filter aus. So, wir gehen jetzt einfach hier raus. Globox hat Rayman wieder die Fähigkeit mitgebracht, verliehen, diese Bälle zu schießen. Das heißt, wir konnten jetzt hier den Durchgang öffnen und sind hier in einer... ja, Geschicklichkeitspassage, sage ich mal. Wir müssen nämlich dieses Rohr runterrutschen und dabei Energie aufsammeln. Lams. Und wenn wir hier durch sind gleich, fängt auch das eigentliche Spiel an. Das ist, ja, bei mir in meinem Fall, wie gesagt, ein bisschen kurios, weil ich es eben auf der Dreamcast gespielt habe. Das liegt einfach daran, weil ich damals nicht sonderlich großer Fan von Rayman war. Ich kannte das 2D-Original auf der PlayStation oder dem Saturn schon nicht und hatte nun mal auf dem Nintendo 64 andere 3D-Jump'n'Runs, mit denen ich meine Zeit verbracht habe. Und als ich dann eine Dreamcast hatte, bin ich irgendwie an Rayman 2 nochmal rangekommen, habe halt damals schon gehört, dass es die beste Fassung sein soll, habe es dann auf der Dreamcast gespielt und habe es auf der Dreamcast geliebt und wurde auch auf der Dreamcast mit Rayman 2 zum Rayman-Fan. So, und habe danach zum Beispiel auch Rayman 3 auf dem GameCube gezockt. Ja, und wir sind im Spiel, wie ihr seht. Also Globox ist weg, wo auch immer Globox hingefallen ist. Er ist nicht bei uns gelandet. Und ich kann mich jetzt hier mit dem Analogstick im ersten Level bewegen. Wie ihr seht, das ist ein 3D-Jump'n'Run. Rayman war mal entwickelt worden, konzipiert worden als Nachfolger, als 2D-Nachfolger zum Original. Aber es gab, soweit ich weiß, auch schon Prototypen. Irgendwann Ende 96 hätte das Ding erscheinen müssen. Ist dann aber von Ubisoft nochmal auf Eis gelegt worden und die Entwicklung begann von neuem, als klar war, dass eben die Spiele Ende 96 sich in das 3D-Zeitalter entwickeln und als dann im Endeffekt Nintendo mit ihrem Ultra 64 daherkam und dafür gezeigt hat, was möglich ist, da hat auch Ubisoft begriffen, okay, mit einem 2D-Rayman kommen wir nicht mehr weit. Und aus diesem Grund wurde das Ganze nochmal zum 3D-Spiel entwickelt. Und das war eine sehr gute Entscheidung, denn Rayman, wie gesagt, ist damals extrem gut bewertet worden, hat Top-Wertungen auf so gut wie allen Konsolen abgesandt, wobei es da auch Unterschiede gibt. Also N64, Windows und Dreamcast sind so eigentlich die besten Fassungen und PlayStation 1 war wohl nicht so geil. Ich habe es auf der PlayStation 1 nicht gespielt, soll aber nicht so prickelnd gewesen sein. Auf der anderen Seite soll aber dann zum Beispiel, So, auf der anderen Seite soll aber zum Beispiel PlayStation 2 einen recht guten Port bekommen haben, denn da gab es Rayman 2 auch. So, okay, ich meine, das hieß hierzulande Rayman Revolution und war ein aufgebesserter Port des PS1-Spiels. So, jetzt erklärt uns hier die Fliege, wie man gleitet. Auch das brauchen wir. Das ist eben eine Fähigkeit von Rayman, mit der wir hier auf die andere Seite kommen, springen und dann mit den Haaren rübergleiten. Und diesen Sprung schaffe ich nie beim ersten Mal. Ich weiß nicht warum, aber ich komme über diesen Abgrund hier nie beim ersten Mal. Es ist total verrückt. Was ist das hier? Häng dich wann immer möglich an Wände. Also ihr merkt, das Ganze funktioniert gerade so ein bisschen als Tutorial, um so ein bisschen ins Spiel zu kommen. Da sind auch die Kinder von Globox, mit denen müssen wir gleich sprechen und auch der Sprung klappt. So, jetzt gibt es wieder eine Zwischensequenz. Die Kids von Globox vermissen ihren Papa. So, Rayman sagt, dass die halt getrennt wurden. Und hier in so Nahaufnahmen, finde ich, kommt auch dieser Smoothing-Filter des N64 HDMI-Mods extrem schön zur Geltung, weil einfach der Charakter oder auch andere Charaktermodelle recht schön ausgearbeitet wirken, wenn da die Kanten geglättet werden. Jetzt guckt euch mal Rayman genauer an. Richtig schön. So. Und ich mag auch dieses Kauderwelsch, nenne ich es mal. Erinnert so ein bisschen an Banjo-Kazooie, die Sprache, wobei die jetzt nicht ganz so verrückt ist. Ich erinnere da mal an den rübsenden Kapitän. Bei Banjo-Kazooie sowas hat man bei Rayman nicht. Aber dennoch finde ich die Sprache recht charmant und spiegelt auch nochmal dieses Comic-artige, diese Comic-Atmosphäre wieder, die dem Spiel halt extrem schön zu Gesicht steht. Ich weiß nicht, was euch mehr gefällt. Gefällt euch mehr dieses Kauderwelsch wie im Original und der Dreamcast? Oder sagt ihr, nee, ich finde die Originalsprache schöner bei Rayman? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, wo da
die Präferenz liegt in der Community. Und jetzt gleich gibt es noch eine weitere Zwischensequenz, denn wir befreien jetzt hier drei Charaktere. Das sind die hier, vier sogar. König der Kleinlinge. Und irgendwie halten die sich alle für den König, wie ihr gleich sehen werdet. Zack, Krone geklaut. Und auch der Humor ist ganz eigen bei Rayman. Finde ich aber schön, das hat viel Slapstick. Also Rayman ist verwirrt und fragt, wer jetzt nun wirklich der König ist. Das klärt sich aber dann auch gleich. Obwohl die sich hier nicht entscheiden können. Ich muss unbedingt Lee sehen. Lee ist eine Fee. Die müssen wir auch befreien. Anfangs. So, und jetzt, seht ihr, haben die sich den schwarzen Peter zugeschoben. So, er sagt jetzt, es tut mir leid, die mitzuteilen. Die Piraten haben Lee zur Feenlichtung gebracht. Und da müssen wir jetzt auch hin, denn dort retten wir die Fee. So. Diese Halle, die in verschiedene Welten führt, das ist dann eben so eine Art Oberweltkarte für uns bald. Wenn wir da reinspringen, denn da kommen wir eben auch in andere Welten rein. Und um diese betreten zu können, brauchen wir Lums. Und genau diese sammeln wir auf dem Weg durchs Spiel. Es ist schade, finde ich, dass Rayman aktuell... Ja, was ist mit Rayman aktuell? Das Ganze ist zu so Mobile-Plattformen verkommen, wie ich finde. Das letzte gute Rayman ist ja auch schon mit Rayman Legends ein wenig hin. Oder ein wenig alt, sage ich mal. Kam ja damals auf den alten Konsolen raus, auf der Wii U, und ist seitdem ja geportet worden. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein neues Rayman. Und ich wäre froh, wenn Ubisoft mal endlich wieder ein 3D-Rayman macht. Stellt euch mal vor, wir bekämen ein Rayman 4 in schöner Grafik, von mir aus Unity oder so. Damit sind ja, soweit ich weiß, auch die Rayman Origins und Legends Spiele gemacht, aber dann eben in 3D. Auf die neuen Konsolen, von mir aus auch auf der Switch, das wäre mega. So, wir sind jetzt hier auf der Feenlichtung und müssen also Lee finden, die Fee. Und hier seht ihr auch eine neue Fähigkeit von Rayman. Er kann nämlich sich an Ranken festhalten. Und auch das ist ein bisschen inspiriert, sage ich mal, von Mario 64. Aber da seht ihr einfach mal, was für ein Impact das Ganze hatte. Also das Spiel auf andere Spiele und auf die gesamte Industrie. Ich meine, Rayman ist ja nicht das einzige von Mario 64 inspirierte Spiel. Da gab es ja einiges. Und Ubisoft selber hat ja auch mit Tunic Trouble einen weiteren 3D oder ja 3D Jump'n'Run Ableger geliefert, der so ein bisschen an Rayman erinnern sollte, aber Tunic Trouble war ja dann leider von diversen, ich sag mal, Missständen geplagt, wie einer katastrophalen Kamera und so weiter und so fort, was dazu geführt hat, dass Tunic Trouble nie die Qualität eines Rayman 2 erreicht hat. Aber zu Tunic Trouble kommen wir auch irgendwann noch, denn wie ihr sicherlich wisst, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal wiederholen, in meiner Let's Play Nintendo 64 Videoreihe spiele ich die Spiele chronologisch. Ich kriege nämlich entweder in den Kommentaren hier von euch oder auch auf Social Media diverse Anfragen, ob ich dieses oder jenes N64 Spiel spielen könnte. Aber entweder habe ich es schon getan oder es kommt noch. Denn wie gesagt, ich möchte in dieser Videoreihe alle Nintendo 64 Spiele chronologisch, alphabetisch, sage ich mal, vorstellen. Und wir sind jetzt beim Buchstaben R und deshalb spielen wir hier gerade Rayman 2. Und demnächst dann auch zum Beispiel Revolt. Das ist nämlich das Spiel, was nach Rayman 2 folgt in der Videoreihe. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Denn ich habe vor kurzem erst Revolt nochmal auf der Dreamcast gespielt, da ist es eigentlich auch das bessere Spiel. Aber gut, ich stelle es euch natürlich auf dem N64 vor. Und ich habe mir vor kurzem den Nachfolger auf der PlayStation 2 besorgt. Ich wusste nämlich bis vor kurzem gar nicht, dass es von Revolt einen Nachfolger gibt. Und diesen möchte ich euch dann irgendwann in naher Zukunft auch nochmal vorstellen. Aber vorher spielen wir natürlich Revolt 1 auf dem N64. So, ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich nicht von diesem Baumstamm fliege. Dann kann ich nämlich wieder von vorne hier drauf klettern. Aber das sieht gut aus. So, jetzt haben wir nämlich diese Tür geöffnet und können hier reingehen. Zack.
jetzt geht's hier runter. Also die Framerate ist auf dem Nintendo 64 leider nicht die beste. Das ist ja oft so bei N64-Spielen, wenn Entwickler die Grafik priorisiert haben, und das hat Ubisoft mit Rayman definitiv getan, dann leidet so ein bisschen die Framerate drunter. Aber es gibt da extremere Beispiele wie in Hybrid Heaven zum Beispiel oder ISS 2000, was mit Expansion Pack zwar läuft und auch höhere Grafikauflösungen bietet, aber dann unterirdisch von der Framerate performt. Rayman geht eigentlich, finde ich noch, ja, ist nicht ganz konstant, aber trotzdem annehmbar, kann man definitiv spielen. Und wir müssen jetzt hier hochklettern. Wie schon gesagt, wenn ihr aber mehrere Konsolen besitzt, dann greift bei Rayman definitiv zur Dreamcast-Fassung. Die hat auch dann die bessere Auflösung und spielt sich dann ein Ticken geiler und sieht, wie gesagt, besser aus. So. Jetzt geht's weiter. Wenn ihr Rayman natürlich schon, oder Rayman 2, ich sage immer Rayman, gemeint ist natürlich Rayman 2, wenn ihr Rayman 2 schon gespielt habt, damals oder vielleicht vor kurzem erst, weil ihr es irgendwo auf einer Konsole nochmal entdeckt habt für euch, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde gerne mal über Rayman 2 diskutieren, weil ich glaube, das Spiel geht auf dem Nintendo 64 ein wenig unter, weil es halt so viel starke Konkurrenz hat. Aber da es ja auf so vielen anderen Plattformen erschienen ist, würde mich interessieren, ob ihr es gespielt habt und wenn ja, auf welcher Plattform. Ich habe es neben der Dreamcast dann noch auf dem Nintendo DS gespielt. Das ist dann nämlich ein Port gewesen, also Rayman DS ist ein Port gewesen von Rayman 2 von der N64-Fassung. Und das war okay. Steuerung war ein bisschen tricky auf dem Nintendo DS, weil man das irgendwie auch mit Touchscreen teilweise steuern musste. Und dann, wenig später, als der Nintendo 3DS erschien, 2011, gab es zum Launch auch noch Rayman 3D. Und Rayman 3D war ein Port der Dreamcast-Fassung. Und das war wiederum großartig. So, ich glaube, ich muss da hoch, ne? Zack. Vor allem auch der 3D-Effekt, den fand ich bei Rayman 3D wirklich hervorragend. Ich bin ja eh ein Freund vom 3D-Effekt des Nintendo 3DS. Aber gut, das hatten wir ja vor kurzem erst im Community-Tab bei mir diskutiert, als ich das Foto von meinem neu erworbenen Nintendo 2DS XL getestet habe. So, gepostet habe. Wir sind auf der anderen Seite angekommen. Das heißt, auch dieser Abschnitt ist erledigt und ihr merkt, das sind keine zusammenhängenden Abschnitte, wie zum Beispiel bei Mario 64, eine große Welt, sondern Rayman 2 geht mehr in diese lineare Schiene und bietet abgeschlossene, in sich abgeschlossene Bereiche, die man also durchspielt, und dann gibt es eine kleine Unterbrechung und dann wird eben der neue Bereich geladen. So, jetzt sind wir hier an einem Ort, wo ein Schiff oder ein Stück eines Schiffs zu sehen ist und dann da oben ein Pirat ist und der Bomben runterschmeißt. Und wir müssen uns jetzt hier hinstellen, damit er die Bombe hier reinschießt, reinschmeißt und dann uns hier den Weg frei macht. Zack. Und dann gehen wir nämlich hier weiter runter und sind hier sozusagen unter diesem ganzen Konstrukt und müssen uns hier also jetzt weiter durchschlagen. Und ich muss sagen, obwohl ich, wie gesagt, die N64-Fassung nicht sonderlich viel gespielt habe, vielleicht mal hier und da angezockt, und meine Präferenz ja eigentlich bei der Dreamcast liegt, ist es trotzdem ein recht gutes Spiel und das steuert sich ja wirklich schön. Also abgesehen von der Auflösung und vielleicht der etwas höheren Framerate, geben sich Dreamcast und N64 ehrlich gesagt gar nicht so viel. So, jetzt sind wir hier oben angekommen und hoffe ich zumindest, jawohl, wir wurden nicht getroffen oder ich wurde nicht getroffen. Das ist sehr gut. Tür ist freigemacht, jetzt gibt es wieder eine Cutscene. Da ist der Schalter, wo wir hin müssen und da schläft ein Pirat vor. Das heißt, wir müssen uns jetzt hüten und gleich gibt es auch einen kleinen Einblick ins Kampfsystem. Denn abgesehen davon, dass man zum Beispiel bei Rayman 1 ja noch auf Feinde springen konnte, ist das hier nicht so. Wir müssen nämlich jetzt die Gegner anvisieren und müssen die dann eben mit unseren Bällen, sage ich mal, mit diesem Schussangriff, müssen wir die Piraten eben ausschalten. Und ihr seht, die haben auch eine Energieanzeige, wie Rayman auch. Und es gilt eben, diese Energieanzeige zu leeren. Und sobald das geschehen ist, zack, haben wir gewonnen und können weitermachen. Da ist übrigens noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinkomme. Nein, da nicht. Auch witzig, dass die mit so einem Pflaster zugesperrt ist. So, da ist der nächste Pirat. Wecken wir den mal.
zack, und auch der ist Geschichte. Und ich finde das Kampfsystem in Anführungsstrichen, aber diese Mechanik, wie man Piraten besiegt, ziemlich cool. Macht auch Spaß und wird später auch recht tricky, wenn man zum Beispiel beschossen wird, aber über Plattformen springen muss und so weiter und so fort. Dann wird es so ein, ich sag mal, so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man alles gleichzeitig machen muss. Und das macht dann schon Spaß, vor allem, weil es auch recht gut umgesetzt wurde. Ich gehe jetzt mal trotzdem hier oben nochmal gucken, ob ich nichts verpasst habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da es hier nicht mehr viel gewesen ist, nein. Also gehen wir in die neu aufgemachte Tür und ich sehe schon, ich sprenge mit fast 20 Minuten hier das Video oder die Videolänge, aber ich habe Bock drauf, deshalb werden wir hier noch ein bisschen weiterspielen. So, hier ist glaube ich nichts. Dann gehen wir hier weiter. Okay, habe ich was übersehen? Habe ich was übersehen? Oder ich glaube, ich bin in die falsche Tür gelaufen. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Jetzt geht es hier nämlich weiter. Zack. So. Sonst ist hier aber nichts. Wie kriegen wir denn jetzt die Tür da hinten auf? So, hier oben müssen wir weiter. Da können wir nämlich weiter klettern. Sammeln hier schnell die Lums ein. Lums, Lams, keine Ahnung, wie man die ausspricht, egal. Gehen dann hier oben weiter. Und jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir den Schalter drücken. Aber auch gleichzeitig aufpassen, dass uns hier genau dieser Strahl nicht erwischt. Mein Gott, jetzt komm schon. Zack. Jetzt sind wir oben angekommen und hier gibt es weitere Strahlen, Laserstrahlen, sage ich mal, die uns Böses wollen. Und da ist der nächste Gegner. Auch der ist für uns natürlich leichte Beute. Und zack, haben wir jetzt unten die Tür aufgemacht. Gehen weiter. Und jetzt gibt es wieder eine kleine Cutscene, hoffe ich, glaube ich. Zumindest ist dieser Abschnitt vorbei. Nein, keine Cutscene, es geht gleich direkt weiter. Mit einem weiteren Geschicklichkeitsabschnitt, wo wir wieder über Laser springen wollen. Also ihr seht, das ist ein ganz traditionelles 3D-Jump'n'Run. Und es ist heutzutage, muss man noch dazu sagen, fairerweise gar nicht so teuer. Also wer Rayman 2 vielleicht auf dem Nintendo 64 spielen möchte und sich das Spiel besorgen will, der kann das tun, denn es ist gar nicht so teuer. Wie gesagt, es kostet aktuell, ja, das, ich sag mal, das Modul wird irgendwo bei vielleicht 10, 15 € liegen. Und selbst in OVP sollte das Spiel nicht allzu teuer sein. So, wir müssen jetzt hier die Fee befreien. Dafür, glaube ich, müssen wir hier rein. Und dann hier nochmal einen Abschnitt lösen, wo wir dieses Fass auf dieses Konstrukt da werfen müssen. Aber wir gleich beschossen werden. Und wir müssen halt jetzt aufpassen, dass wir das Ding in die Luft schmeißen. Und während es in der Luft ist, müssen wir eben die annähernden Kanonenkugeln und was auch immer das ist, treffen, um selber nicht getroffen zu werden. Und dann schmeißen wir das Fass hier auf diese Pflaster. Und sobald wir alle drei umgelegt haben, kaputt gemacht haben, wie immer ihr das nennen wollt, befreien wir auch Lee. So, das ist gleich Nummer 3. Ach, 3 sage ich schon, Nummer 2. Aber stopp, das habe ich jetzt nicht geschafft. Dafür hätte ich wahrscheinlich näher rangemusst. Da war ich noch zu weit für weg. Also geben wir dem Ganzen einen neuen Versuch. Also ihr merkt wahrscheinlich, falls ihr es noch nicht auf dem Nintendo 64 gespielt habt, dass es definitiv, ach Mensch, dass es definitiv ein Must-Have-Titel fürs Nintendo 64 ist, auch wenn ich mich hier gerade ziemlich doof anstelle. Kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, ich muss da wirklich parallel zu stehen, um die treffen zu können. So. Das war Nummer 2.
Bleibt noch einer. Und dann haben wir das gleich auch geschafft. Zack. Und damit hätten wir es. Anlage zerstört. Und die Fee ist gerettet. Und sie gibt uns jetzt eine neue Fähigkeit, mit der wir dann auch weiterkommen im Spiel. So, sie hat nämlich auch Globox aufs Schiff geschickt, um uns eben diese Schießfähigkeit zu geben. Mit der wir ja aus dem Piratenschiff entkommen sind. Ja. Die Piraten sprengten das Herz der Welt. Und genau das müssen wir jetzt wieder zusammenbauen. So, sie schickt uns jetzt zum Geist der Welt. Ich glaube, ich sollte mal die PlayStation 2 Fassung spielen. Die habe ich nämlich als einzige noch nicht gespielt von diesem Spiel. So, jetzt gibt es eine etwas längere Unterhaltung, wo wir dann von dem Geist der Welt erfahren, von den Masken, die an geheimnisvollen Orten versteckt sind. Und all das müssen wir jetzt finden und auch noch das Herz der Welt zusammenbauen. Sie gibt uns jetzt die Energie, die sie gesammelt hat. Und damit kommen wir mit einer neuen Fähigkeit auch weiter. Denn dann haben wir so eine Art Grappling Hook, so einen Greifhaken, den wir einsetzen können. Viel Glück, Rayman. Und zack, ist Lee auch weg. Einfach wegteleportiert. Und hier seht ihr, dass wir die eben, oder unsere Greiffähigkeit mit diesen Lamps hier benutzen können, indem wir jetzt hier wieder hochklettern. Und dann hier weiter können. Zack. Springen, auf B drücken. Einhaken und weitermachen. Ja, ich will das Video nicht so lange machen, aber ihr merkt, ich komme von dem Spiel mal wieder nicht weg, weil es so großartig ist und das schon eine ganze Weile her ist, dass ich es auf der Dreamcast gespielt habe. Aber ja, das soll es gewesen sein. Das ist Rayman 2 The Great Escape fürs N64. Wunderschönes Spiel, kann ich nur empfehlen, absolutes Must-Have. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das schon gespielt haben damals, deshalb freue ich mich umso mehr auf Kommentare dazu. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Rayman 2 The Great Escape und schreibt mir auch bitte, ob ihr auch endlich mal wieder ein 2D Rayman haben wollt oder ob ihr euch eventuell mit den Rayman Legends und Origins Spielen zufrieden gebt und sagt, nee, ich bin dann eher so der 2D Rayman Fan. Würde mich interessieren. Seid ihr Team Rayman 2 oder Team Rayman 3D? So. Bevor ich jetzt hier wirklich das Video sprenge, mache an dieser Stelle mal Schluss, kämpfe nochmal gegen diesen Piraten hier und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal im Nintendo 64 Video wieder mit Revolt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wobei ich mir vorstellen kann, dass Revolt nicht allzu gut gealtert ist, aber das werden wir dann nächstes Mal herausfinden. Ich für dieses Mal bin jetzt erstmal weg. Adios, tschüss, euer Andi.